dran. Ja, und dann der nächste halt hierhin, ne? Oh. Was, der nächste was? Der nächste, die nächste Kronjuwele. Ja, Zivileine. Und dann hier. Und hier vorne kannst du auch einen schönen dicken machen, also so einen richtig großen. Zivileine. Der tiefer hängt. Lass dir was einfallen. Lass mir immer was einfallen. Immer. 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 Und ewig. Mir fällt da gerade sowas ein. Oh Gott, was fällt dir denn jetzt ein? Ich hätte gerade so eine richtig geile Idee. Die da wäre? Wirst du dann sehen. Ach, beim Bauen oder was? Ja. Das Problem bei diesen Kronleuchtern ist halt einfach, die sehen super aus, die machen natürlich auch oben an der Decke hell, aber der Boden wird nicht wirklich erleuchtet. Das heißt, nee. Wir haben hier oben unter der Decke, da habe ich im Moment ein Lichtlevel von 11. Ja, mach doch nichts, das spawnen doch eh keine Monster. Und unten in der Kirche habe ich ein Lichtlevel von 1. Wie ist denn das, wenn du hier unter die Wolle was packst? Pack da mal Glowstone. Geil, ja? Dreck 17. Na, Dreck 17. Dreck 17. Muss ich mal gucken, wie das hier oben bei dir gemacht werden soll. Erkennt man schon? Ja, geil, oder? Wieso? Was hat das denn in der Kirche zu suchen? Nee, ich mach was anderes hin. Wieder Foto gemacht. Genau das, was ich nicht wollte. Der sieht aber traurig aus. Da rette Ding. So, der nächste. Haben wir heute ja ziemlich viel geschafft an der Kirche. Ja. Der hintere Teil nimmt Gestalt an. Die Innenausstattung haben wir begonnen. Also Boden ist drin, Bänke sind drin, Teppich ist drin, Kronleuchter sind drin. Die Treppe nimmt Gestalt an. Eventuell Sago da ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiter weiß, glaube ich, wo... Deine Türme verjüngen sich ja, weißt du? Ja, bis dahin nur und nicht weiter. Gut. Den Rest guckst du dann, oder wie? Ja. Okay. Hast du im zweiten Turm auch schon die Treppe, Sago? Ja. Ja? Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit mir muss man halt mit dem Unmögliche rechnen. Hellblaues Glas. Ah, das wird trotzdem geil. Das wird ganz bestimmt richtig geil. Ich glaube, ich höre mal langsam auf.
lassen. Ein blaues Glas. Weil ich schlaf gleich in. Schläfst gleich in. Ja. Oh. Armes Tuk-Tuk. Armes Tuk-Tuk. Ja, ei, ei. Na dann, bis morgen vielleicht. Gute Nacht. Jo, schnarch gut. Schnarch gut. Philipp, hast du ein paar Steinziegel für mich? Ja, hab ich. Wo bist du denn? Ich bin im Lager. Ich komm gleich wieder. Aber ich hab Inventar voll, also demnach kannst du nichts von mir verlangen. Ich bräuchte ein, zwei Cobblestone und Steinziegel. Ein paar. Steinziegel, Cobblestone habe ich gar keine mehr. Das sind aber draußen in der Kiste, glaube ich, noch welche. Ja, richtig. Danke dir. Bitteschön. Wo habe ich denn jetzt das Bild gesehen? Da habe ich es gesehen. Das wird dann aber ein großes Fenster. Macht das was? Nee, ne? Nee, in Ordnung. Also es wird noch größer, als wie es jetzt ist. Noch größer? Ja. Okay, nee, mach mal. Ich guck's mir mal an. Guck mal, ist diese Säule okay so? Ja. Das geht hier wieder nicht, na toll. Dann mache ich das da auf jeden Fall. Oh nein. Ich glaube, ich bin verloren. Verloren? Ich setze, glaube ich, gerade Glowstone. Ach nee, ich krieg ja nur abgezogen, wenn ich Glowstone platziere. Nein, doch, wenn ich Glowstone platziere, kriege ich XP abgezogen. Ach so. Ich platziere gerade Glowstone. Na toll, oh, ist noch halb so schlimm. Du hast nicht zufällig noch ein paar Steinziegel? Doch. Weil die reichen nicht, die ich habe. Du kannst doch auch hier anstelle den normalen, ordinären Steinziegel die anderen nehmen. Hier, diese coolen, diese gemeißelten. Ja, haben wir von denen oder muss ich mir machen? Die musst du machen. Ja, ich geh mal gucken. Oder im Lager gucken, genau. Ja, im Lager werden wir auch keine davon haben, aber ich muss mir damit doch machen. Doch, wir haben eine Kiste im Lager. Für solchen Schrott. Cool, gefällt mir. Wo ist die? Ach, ich mache jetzt einfach welche. Vermutlich über den Steinziegeln. Ganz oben drin. Zur Not machst du halt welche. Ach, gemeißelter Steinziegel, das war ja doch. So, da hätte ich gesagt, ich mache jetzt noch die Säulen da fertig. Guck mal, das Fenster hinten, sieht man das? Boah, cool. Ja, sieht man. Warte, ich helfe dir beim Rausklopfen.
gesagt, dann machen wir die Säulen hier noch fertig und dann ist es, können wir die Aufnahme beenden für heute, oder? Jo, wie viele Minuten haben wir dann? Im Moment sind wir bei 120. Okay. War schon geht ganz es, gut. Geht es auf? Ja, du schneidest es ja eh wieder, dass es passt, ne? So sieht's aus. So sieht's aus. So sieht's aus. Ah ja, friend. Stimmt. Schaut besser aus mit den Säulen. Wollen wir dann einen Holzaltar bauen? Können wir machen, ja. Kannst du da noch hier solche gemeißelten dazwischen packen? Wo? Was? Hä? Hier dazwischen. Hier, gerade rüber einfach. Ja, kann ich machen. Ein Kreditsystem, das wäre doch mal geil, hä? Haben die, sprechen die gerade drüber im Chat oder was? Nee. Wie sollte das funktionieren? Keine Ahnung. Dann lass dir mal was einfallen, dann schlag's vor. So, mal ein bisschen von... Das sieht doch cool aus. Oder was meinst du? Na klar, schaut es geil aus. Muss einfach ein bisschen weiter weggucken. Oha, ist das eine Beleuchtung. Ich find's nice, aber Bobby findet deine Idee nicht toll. So. Ne, sieht echt cool aus mit den... Ah, das ist auch nicht schlecht. Mit den Säulen war eine gute Idee dazwischen. Hast du kein Quarz mehr? Doch. Aber gefällt dir nicht? Instant abgelehnt. Aber gefällt dir nicht die Idee oder? Ach, Quatsch, das mit dem Quarz oder wie? Was willst du jetzt versetzt machen? Ja. Cool aus. Ah, jetzt kommt der. Der Mann für das, fürs Detail. Der Mann fürs Detail, genau. Ey, du musst mal hier vorne die Tür reinkommen und dann direkt, wenn du die Tür drinnen bist, stehen bleiben. Oh mein Gott, da kriegst du ja einen übelsten Schock. Wie viel von den Dingern hast du dabei? Mehr als genug. Kurz mal von außen gucken. Auch nicht schlecht. Hier draußen musst du aber noch an da ums Fenster, um das Fenster drumherum noch ein bisschen verzieren, ja, ja. Oder? Weiß. Das ist dann die nächste Aufnahme, würde ich sagen, hä? Das die, dann... die nächste Aufnahme ist dann der Feinschliff. Naja, wir haben ja heute, wie gesagt, die haben die, die ich habe draußen der Friedhof gemacht, du hast, den machen Opa wir also hochgezogen. Jetzt, machen wir jetzt noch ein kurzes Resümee, was wir geschafft haben und was Ausblick ist, würde ich jetzt vorschlagen. Du war ja schon gerade dabei. Jo, dann. Wie gesagt, wir haben den Friedhof fertig gestaltet. Der war ja im Rohbau. Und du hast den Rohbau hochgezogen, hast hier schon den größten Teil verziert außen.
Hier fehlt meines Erachtens noch ein bisschen was, genauso wie die Türen noch fehlen. Ja. Und hier am Fenster fehlt noch Verzierung. Und gegenüber an dem Turm fehlt halt auch noch Verzierung mit der Tür. Ja. Und dann müssen wir noch den Altar bauen. Die Kronleuchter hängen, die Bänke stehen auch. Ich habe auch Teppich ausgelegt, der Boden ist fertig. Sago hat die Treppen bis zur Verjüngung in deinen Türmen gemacht. Da müssen wir dann nämlich mal eine Plattform bauen, kommt hier rein. Und dann die Glocke muss noch. Ja. Die Glocken müssen noch aufgehangen werden. Ja, dann muss hier noch ein paar Bücherregale hin und so ein. Stimmt, eine Bibliothek, die können wir ja hier immer links und rechts davon machen. Und dann müssen wir hier, das ist immer so kahl, vielleicht mal ein, ja, zwei Beistühle oder so noch. Deswegen habe ich gedacht, wir machen hier mit Bücherei hin. Also so Bibliothek, also Bücher. Mhm. Und was mir auch gerade so einfällt, wir können ja theoretisch, wenn das passen würde, würde ich das feiern gerade. Ah, das passt leider nicht, schade. Vielleicht kann man die Treppe so umsetzen, ne, dass man hier zufällig mit rauskommt und dass man hier über einen schmalen Gang hier vorlaufen kann und hat hier vorne in den Türmen nochmal so eine übelste Bibliothek drin. Das können wir dann in der nächsten, ja, können wir in der nächsten Aufnahme gucken. Wir müssen ja auch noch einen Weg machen, der hier auf den Steg kommt, der vorne vorbeigeht. Ja, du hast hier vorne auch noch einen Steg, verstehst du? Das muss dann genau passen, also dass du einmal hier an den Fenstern vorbeilaufen kannst. Warte, ich mach noch einen. Aber das sind unterschiedliche Höhen, ne? Ja, und dann halt mit auf zwei Treppen hoch und dann hier vorne raus kannst. Ja, dann ist das, haben wir doch da schon mal ein Projekt. Also machen wir in der nächsten Aufnahme den Altar und machen dann die beiden Türme und dann eben und außen noch verzieren. Und dann in der Zeit, wo du außen verzierst, kann ich ja die Bibliotheken hier machen. Genau. Und die Beichtstühle und genau, so machen wir das. Gut. Dann denke ich mal, war es das für heute. Jetzt sind wir auch schon gleich noch auf 130 Minuten. Und ich kümmere mal nochmal hoch, dass man das ganze Grundstück sieht. Es wird ja immer voller. Es wird immer schwieriger, da alles drauf zu kriegen. Ja. So. Und dann, ja, verabschiede ich mich und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme nochmal in alter Frische, nachdem wir ausgeschlafen sind.